In der Welt der Athleten gibt es geborene Feinde, aber die heftigste Rivalität herrschte zwischen zwei Boxern namens Razor und Kid. Es gab zwei Begegnungen, aber zum letzten Entscheidungskampf ist es nie gekommen. Ich ziehe mich mit dem heutigen Tag aus dem Profiboxsport zurück. Doch nach 30 Jahren bekommen die zwei Rivalen die Gelegenheit für die alles entscheidende Schlacht. Die wollen jedem von uns 100 Riesen zahlen. Ich kann mit dem Typen nicht in einem Raum sein. Ist es nicht wert. Was heißt, ist es nicht wert? Sieh dir doch mal die Hütte hier an. 30 Jahre! Yeah! Uff, jetzt heißt es abnehmen. Bleibt nur die Frage, werden die beiden Veteranen das bevorstehende Training überleben? Sylvester Stallone und Robert De Niro wagen den ultimativen Schlagabtausch in Peter Seagals Komödie Zwei vom alten Schlag. Was mich an dem Film so gereizt hat, ist, dass er von zweiten Chancen handelt. Nicht nur bezogen auf die Karriere der beiden Boxer, sondern vor allem in Bezug auf die Beziehungen, die sie vor 30 Jahren auf Eis gelegt haben. Zeit fürs Training. Das habe ich getan. Das ist doch verrückt. Ja, nenn mir einen Grund. Du bist fett. Du hast kaputte Knie. Du bist fett. Spar dir die Schmeichelei, sag mir die Wahrheit. Als erstes habe ich mit Robert und Sylvester über ihren festen Willen gesprochen, wieder ihre alte Bestform zu erreichen. Robert ist leichter als ich, also hieß es abnehmen. Am Ende war ich auf 76 Kilo. So viel wog ich zuletzt 1981. Von heute an reichst du deine Hände in dem Zeug hier ein. Was ist das? Ich arbeitete mit Bob Sally, einem grandiosen Trainer, mit dem Sylvester lange gearbeitet hat, über 10 Jahre. Das war manchmal echt zermürbend. Ich bin dein Trainer, Mike. Du kannst nicht mehr Trainer sein, du hast den besten Fass aufgegessen. Ich sagte, deine Oscar-Rollen haben dich nicht gerade fit gehalten. Willkommen in Rockyland. 30 Jahre hast du mich warten lassen, damit ich dir den Arsch aufreißen kann. Das habe ich nämlich vor dir, den Arsch aufreißen. Es stimmt, er bringt natürlich viel mehr Boxerfahrung aus seinen früheren Filmen mit. Und das zählt. Ich habe mich voll auf ihn verlassen und sagte, ich tue, was du mir sagst. Ihre Hingabe war unglaublich. Ernsthaft, 25-Jährige wären froh über solche Körper. Wow, das bin ich? Hey, das bin ich. Stimmt, die Kamera legt immer 10 Pfund oben drauf. Die anderen 20, was für eine Ausrede hast du da? Nur wir beide kamen dafür in Frage. Der Clou am Film ist ja, dass er sich auf unsere Schauspielvergangenheit bezieht. Ansonsten hätte es diesen Film wohl nicht gegeben. Er lebt durch unsere Filme und die Figuren von damals. Nicht zum ersten Mal steigen Sylvester Stallone und Robert De Niro in den Ring. Als Rocky Balboa und Jake LaMotta verkörperten sie zwei der größten Boxhelden der Kinogeschichte. Der Dreh verlangte den beiden Hollywood-Legenden trotzdem alles ab. Wir mussten manche Szenen 6 bis 8 Mal wiederholen. Das ist manchmal frustrierend. Er bringt es aber auch nicht übers Herz, mir ins Gesicht zu schlagen. Dann sage ich, nochmal, nochmal. Und dann schafft er es, zumindest meine Nase zu streifen. Was ja schon mal gut ist. Ich kann ihn doch nicht vermöbeln. Klar, voll auf die 12. Ich will zum Land. Schlag mich endlich. Egal, wie hart ihr zwei an euch arbeitet. Die Bestform wird's nicht. Oh, die Beste, die geht. Dass diese beiden wieder in den Ring steigen, ist nicht nur einmalig, sondern auch super interessant. Ganz schön mutig so ohne BH. Ich habe auf deine Veranda gekackt. Wir senden live, Jungs. Wir sind live auf Sendung. Allein der Gedanke, dass hier zwei Legenden gegeneinander antreten, treibt die Leute ins Kino. Sie haben mich echt umgehauen. Ringfrei für ein brillantes Match mit hohem Spaßfaktor. Wenn diese Hollywood-Schwergewichte antreten und ihr eigenes Image lustvoll auf die Schippe nehmen, bleibt garantiert kein Auge trocken. Hey, 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 was hast du vor? Wir kaufen uns hier was zum Abendessen. Du musst nicht auf alles einwaschen.